Moin moin und herzlich willkommen zu dem Startvideo unserer Management-Serie. Funktionen, Modelle, Stile und so weiter besprechen wir später im Detail. Aber eine Frage steht am Anfang ja immer im Raum. Nämlich, was ist Management überhaupt? Und um diese Frage klären zu können, gibt es dieses Video. Also viel Spaß und los geht's! Beginnen wir als erstes mit der Frage, was Management überhaupt ist. Ganz einfach gesagt, unter Management versteht man im Allgemeinen die Leitung eines Unternehmens. Soweit so klar. Dabei kümmert sich der Manager bzw. die Manager um die Koordination und die Abwicklung sämtlicher Aktivitäten, die im Bereich des Management anfallen. Am Schluss steht immer ein bestimmtes Ziel, das erreicht werden soll. Wenn wir über Management im Allgemeinen sprechen, dann müssen wir immer zwischen dem Management als Organisation, dem Management als Tätigkeit und dem Management als Methode unterscheiden. Starten wir zuerst mit dem Management als Organisation. Damit wird genauer gesagt der Manager an sich gemeint. Denn jedes Unternehmen beschäftigt ja eine oder mehrere Personen, die eine leitende Funktion ausüben und sich somit um das Unternehmen kümmern. Aufgrund der hohen Verantwortung und der Führungsposition, in der sie sich befindet, grenzen sich die Manager von den anderen Angestellten des Unternehmens ab. Dann gibt es als zweiten großen Bereich das Management als Tätigkeit und hier schauen wir uns im Speziellen die Tätigkeiten des einzelnen Managers an. Dabei geht es um alle Tätigkeiten, die sich mit der Planung, der Umsetzung und der Kontrolle eines Unternehmens beschäftigen. Diese drei Tätigkeiten muss man natürlich noch weiter aufschlüsseln, da sie nur einen Oberbegriff darstellen. Unter Planung verstehen wir zum Beispiel die Personalplanung, das strategische Management, die Produktionsplanung, die Beschaffungsplanung und so weiter. Die Umsetzung selbst erfolgt dann durch das Projektmanagement oder zum Beispiel durch die Abteilungsleiter oder ausgewählte Mitarbeiter oder Projekt- bzw. Stabgruppen. Und dann haben wir noch die Kontrolltätigkeiten. Diese werden unter anderem durch das Qualitätsmanagement durchgeführt und begutachtet. Dabei wird zwischen dem Soll-Zustand und dem Ist-Zustand unterschieden, aus der Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen sind. Aber das Wichtigste, um all diese Tätigkeiten durchführen zu können, sind wahrscheinlich die Führungskräfte. Und diese sollen die Fähigkeit besitzen, Führungs- und Steuerungsaufgaben zu erkennen und diese auch gerecht in die Tat umsetzen zu können. Sonst wird das wahrscheinlich alles nichts mit dem perfekten Management, ne? Abschließend gucken wir uns noch das Management als Methode an. Auf der einen Seite haben wir die Führungskräfte, die irgendwie führen müssen, und dann haben wir noch die drei Tätigkeiten Planung, Umsetzung und Kontrolle. Jetzt stellt sich jedoch nur die Frage, wie man Führungskraft plus Tätigkeiten optimal zusammenbringen kann. Dafür gibt es das Management als Methode, was sich mit den Methoden beschäftigt, wie man Management optimal in einem Unternehmen umsetzen kann. Denn in erster Linie soll Management ja so effektiv wie möglich sein. Dabei gilt es, einmal den Erfolg und Bedarf des Unternehmens zu betrachten, aber auch die Mitarbeiter, die die Stütze eines jeden Unternehmens sind. Da gibt es so einige gängige Methoden, die wir jetzt einfach mal kurz aufzählen. Das eine ist das Management by Objectives, das andere das Management by System oder das Management by Exception oder dann haben wir noch das Management by Delegation und das letzte, was ich ziemlich cool finde, das Management by Walking Around. Schauen wir uns diese einzelnen Bereiche mal etwas detaillierter an. Da haben wir als erstes das Management by Objectives und darunter versteht man die Ausrichtung an einem zu erreichenden Sollziel. Dann gibt es das Management by System und damit ist die Orientierung an altbewährten Systematiken oder Prozessen gemeint. Dann gibt es das Management by Exception und das orientiert sich nach dem Ausnahmeprinzip. Das heißt, Führungskräfte greifen nur in Ausnahmefällen in die Tätigkeiten der Angestellten ein. Dann haben wir das Management by Delegation und hier werden ganz easy einfach bestimmte Aufgaben vom Vorgesetzten an seine Mitarbeiter delegiert. Und als letztes haben wir dann das Management by Walking Around und das heißt, dass die Führungskräfte regelmäßig darauf bedacht sind, mit ihren Mitarbeitern in einem regelmäßigen Kontakt und Austausch zu stehen. Das war jetzt eine kleine Übersicht über die wichtigsten Punkte zu dem Management. Detaillierter schauen wir uns das alles in unserer großen Playlist an. Checkt die einfach mal ab, Link ist auch unten in der Videobeschreibung. In dem Sinne, Daumen hoch und abonnieren für mehr Videos, freut uns sehr und bis bald, macht's gut und ciao.